Übrigens, das Heben der Hände, ne, das wurde in verschiedenen Formen überliefert. Verschiedene Formen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausgeführt hat. Eine davon, Ibn Rajab nennt einige davon, Al-Isharatu bis-Sababa, mit dem Finger zu zeigen, beim Dua. Wie wir gesagt haben, dass er das unter anderem auf dem Mimbar zu tun pflegte. Und Ibn Abbas sagte über diese Form des Hebens der Hände, er sagte, huwa al-Ikhlasu fi dua, das ist der Ikhlas fi dua, oder eine Andeutung auf den Ikhlas. Unter anderem, die zweite Form ist es, die Hände, also beide Hände tatsächlich zu heben, وَجَعْلُ ظُهُورِهِمَا إِلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ جَعْلُ الظُّهُورِ إِلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ. Wie sieht das aus? So, dass diese, die Zuhur der Hand in Richtung der Qibla sind, so Hände heben. Das hat er gemacht. Und ebenfalls umgekehrt. Umgekehrt? Wie? So. So auch. Das ist eine Form, wie manche deshalb sagten, die Istijara. Das ist, wenn man Schutz und Bewahrung, Allah Ta'ala um Bewahrung und Schutz bittet. Vor ihm. Ebenfalls sagt er eine weitere Form, رَفْعُ يَدَيْهِ وَجَعْلُ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ وَظُهُورِهِمَا إِلَى الْأَرْضِ. Wie sieht das aus? So, die Hände nach unten, also die äußere Hand nach unten. Das ist auch eine Form des رَفْعُ يَدَيْهِ. Deswegen über diese Form sagten Abu Huraira und Ibn Umar, sie sagten, هذا هو الدعاء والسؤال لله. Das ist, wenn man Allah Ta'ala um etwas bittet. Umgekehrt, diese Seite nach oben und die Hand Innenfläche nach unten. So hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Dua beim Istisqa gemacht, unter anderem, beim Salat al-Istisqa.